Wir werden Krankheiten nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen, warum Menschen krank sind. Ich glaube, einer der größten Fehler in der Gesundheitsforschung ist, dass es sehr viel betont wird, an den Krankheiten selbst zu arbeiten. Das kostet viel Geld, das klingt häufig ganz gut, aber am Ende kommt nichts bei raus, weil man nicht wirklich eine Krankheit behandeln kann, wenn man nicht weiß, was man behandeln soll. Hallo, ich bin Thomas Südhof. Ich bin Professor an der Stanford University in Kalifornien, wo ich auch lebe. Ich bin das, was man im Englischen einen Nerd nennt. Schon als Jugendlicher war ich sehr dazu geneigt, die offizielle Version von Ereignissen, von Tatsachen zu bezweifeln. Ich würde mich also als jemand bezeichnen, der von früh auf schon eher rebellisch war. Aufgrund dieser Neigung bin ich schon sehr früh sehr eigenständig gewesen. Teil dessen war es auch, dass ich bereits als junger Teenager mit 14 durch Europa trampte und habe dadurch mich schon sehr früh auf mich selbst verlassen. Als ich im Studium war und immer mehr lernte darüber, wie wir als Ärzte Menschen behandeln, wurde mir klar, dass man als Arzt lernt, so zu tun, als würde man den Menschen helfen können. Die Tatsache ist, dass wir in der Medizin für die meisten Krankheiten de facto nicht wissen, wie diese Krankheiten überhaupt entstehen. Ich habe Ende 1986 mit dem Projekt angefangen. Den Nobelpreis habe ich 2013 gekriegt. Im Gehirn kommunizieren die Nervenzellen miteinander durch die Übertragung von chemischen Botenstoffen, die sogenannten Neurotransmitter. Dieser Prozess beruht darauf, dass die Nervenzelle das chemische Signal in ein kleines Bläschen verpackt und dieses Bläschen dann mit der Oberflächenmembran der Nervenzelle fusioniert und dadurch den Inhalt ausschüttet. Meine Arbeit befasste sich damit, wie es möglich ist, dass so ein komplexer Prozess, diese Fusion von so einem Bläschen, so schnell und so präzise erfolgen kann. Und vor allem, und das ist ganz wichtig, wie das reguliert wird. Jetzt geht es darum, Krankheiten des Gehirns zu behandeln. Das ist die nächste große Herausforderung nach Krebs- und Herz-Kreislauf-Krankheiten. Krankheiten wie zum Beispiel Alzheimer, Parkinson, die alle viel wichtiger werden, auch deshalb, weil die Menschen länger leben. Das heißt, wenn man Krebs behandeln kann, wenn man Herzinfarkt verhindern kann, dann kriegen mehr Leute Alzheimer, weil sie einfach älter werden. Ich weiß, das ist klar. Ich finde, ein Nobelpreis ist eine wichtige Auszeichnung, eine Ehre und eine Verantwortung. Ich freue mich darüber, aber ich sehe das nicht als irgendetwas an, das mich nun, sagen wir mal, jetzt abhebt von allen anderen oder irgend sowas. Ich weiß, das ist, ich habe Glück gehabt, andere haben es nicht. Machen wir weiter. Ich trage gerne Sandalen. Ich habe lieber etwas Natürliches unter meinen Füßen als irgendein Plastik. Und schon als Student Birkenstock-Sandalen als sehr angenehm empfunden. Ich trage Birkenstock fast überall. Mit Socken, ja. Und auch das ist mir bewusst, dass das nicht fashionable ist. Das wurde mir mitgeteilt. Das ist mir egal. Tut mir leid. In der Forschung ist es immer so, wie in allen anderen menschlichen Tätigkeiten, dass alle in eine Richtung laufen und alle dasselbe machen. Moden sind in der Forschung extrem weit verbreitet. Ich glaube, wenn man wirklich erfolgreich sein will, dann muss man es schaffen, sich von Moden loszulösen und seinen eigenen Weg zu gehen.